Hallo. Man mag es links oben vielleicht schon sehen können, aber sie ist da und zieht mir Lebenspunkte ab. Hi, wir haben es geschafft. Hallo? Nach einer halben Stunde Krampf. Ja! Hey! Ja, du siehst ein bisschen leichter verkleidet aus. Ich sehe halt aus wie. Ich bin der Schienenersatzverkehr! Mir nach! hier ist eine kleine Ecke. Ich weiß nicht, was da ist. Ich glaube, da müssen wir lang. Jetzt muss ich auch noch vorrennen, der scheiß Tank bin. Da hinten ist ein großes Portal da oben. Da hätten wir auch noch lang gekonnt. Oh. Ich drück mal mit Knöpfe. Oh! Ja, und so schnell kann auch ein Spiel schon vorbei sein. Oder auch nicht. Deine Luftschleuse oder was? Danke. Da ist noch beide Türen auf. Das ist wahrscheinlich wieder spannend. Ja, okay. Das sieht einladend aus. Was ist das? Kein Drüsier. Etwas, das der verfluchte Bewahrer zu verantworten hat. Nein, es ist etwas anderes. Ein empfindungsfähiges Ding. Es erforderte Schweiß und Blut, nach dir zu suchen. Doch nun, am Ende, hast du uns gefunden. Okay, na, dann dringe ich in Zukunft keine Sachen mehr. Gesucht, aber nichts gesehen. Oder ich weigerte mich zu sehen. Jahre des Nachdenkens haben Wunder in meinem Kopf offenbart, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und doch bleiben einige Dinge unerreichbar. Sag mir, meine kostbare Welt, geliebtes Nerut, was ist aus ihr geworden? Und dennoch kommunizierst du jetzt mit mir über den Sprechapparat. Bitte sag mir, wie hast du diese Welt gefunden? Nein, nein, antworte nicht. Am Rande meines Verstandes kann ich es sehen. Aber ich wage es nicht zu wissen. Du und ich haben also viel gemeinsam. Wir sind von unserem Volk getrennt und teilen ein ähnliches Ziel. Meines liegt in Alepsis Taura, während deines... Es zu offenbaren, würde das Schicksal ändern. Auf der Oberfläche dieser Welt liegen mehrere Kammern. Diese Kammern tragen die Seelen von... Finde sie und bringe sie zu mir, aber du musst mir leibhaftig gegenüberstehen. Mein Tempel befindet sich oben in der Einöde. Suche nach dem allsehenden Auge der Astropathen.
Bring mir die Seelenfunken und ich werde mehr erzählen. Also du hast jetzt die ganze Zeit kein Gespräch gehabt hier, oder was? Doch, einen Dialog hatte ich. Ach so, ich dachte, den hörst du nicht. Ich dachte, ich klicke dir was an und du bekommst es nicht mit. Oh, dann ist ja gut. Eine Cutscene hatte ich nicht. Ich hatte hier halt so einen Typen, der da irgendwas Astro, sonst was, Alepsis, Taura. Oh Gott sei Dank, ich dachte mir gerade, wie soll ich dir das dann erst erklären, was ich gerade gehört habe? Na gar nicht. Doch, ja, erklär okay. dich! Erklär dich! Also, ich habe jetzt die Auswahl. Du siehst wahrscheinlich keine Auswahlmöglichkeiten, deswegen nimm ich dir mal vor. Nee, ich habe. Die erste ist, darf ich. Ach so, ja. Ich habe mitbekommen, dass du zwischendurch auch Dialoge geskippt hast und dass du vermutlich, so wie er geredet hat, auch Dialoge ausgewählt hast. Ja, okay. Also, ich kann jetzt sagen, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Oder ich werde dir offen Augen halten, lebe wohl. Oder ich habe schon genug Zeit hier verschwendet, tschüss. Mach mal das zweite. Okay, also, ausgezeichnet. Ja. Wisse, dass du das Schicksal der Drasir auf deinen Schultern trägst. Okay, gut, immerhin hast du das schon mal gehört. Nee, aber eine Cutscene hatte ich nicht. Ich hatte halt hier nur den Dialog. Nein, ich hatte auch keine Cutscene, aber ach so, okay. Ich dachte, das wäre eine gewesen. Aber das war nur ein Dialog. Ja, die Antwortmöglichkeiten sehe ich leider auch nicht. Ja, macht dann mehr Sinn, wenn du das in Zukunft drückst und mir vorliest, was du da auswählen kannst. Ja, aber es ist gut, dass du es trotzdem schon mal hörst. Ja, sonst weißt du ja gar nicht, was Phase ist. Richtig, weil ich weiß, dass es Bosskampf, so Cutscenes für Bosse gibt, wie du reingesogen wirst. Und ich glaube, die siehst du nur als derjenige, der sie auslöst. Verbannt. Tipp. Der zentrale Punkt in deinem Fadenkreuz. Okay, tschüss. Seelenfunken, ha? Dann beginnen wir mal mit der Suche. Verbrauchsgüter helfen dir in der Not aus, sie füllen Munition auf, heilen deinen Charakter oder entfernen negative Status. Bluten, du kannst sie von Ranger auf Station 13 erwerben. Munition ist ein wichtiger Bestandteil. Verwende Nahkampfwaffen, um leichtere Gegner zu besiegen und suche in der Umgebung nach Munitionskisten. Ja, kennen wir auch. In der Welt von Remnant erwarten dich viele tödliche Statuseffekte. Es ist überlebenswichtig, auf diese Effekte zu reagieren. Die entsprechenden Heilmittel können von Händlern wie Reggie. Gut. Ich sehe Loot. Da müssen wir hin! Das über uns ist ein schwarzes Loch, oder? Oh. Okay. Ich nehme mal die Pistole. Was hast du gerade aufgehoben an Loot? Das konnte ich nicht mehr schnell genug sehen, weil ich, ne? Also. Gegners und so. Eisen. Scheiße. Nachladen. So, das ist eine Scheißgegner. Wie soll ich denn die Nahkampf platt machen? Wir müssen nochmal zurück. Wir hatten hier vorne noch eine Kurve. Ja, hier ist glaube ich nichts mehr. Da wird meine Sicht so schummerig. Vielleicht können wir ja hier irgendwie hoch. Nee, wenn du reingehst, musst du kotzen. Aua. Ah, okay. Kotzen. Nee. Ja, ich musste mich übergeben. Und ich bekomme einen Vergiftungs- oder so eine Anzeige. Hey, passt auf, sie kommen!
Ich finde schön, dass du mit mir redest. Ja. Oh. Ach du Scheiße. Munition. Lumenitkristall. Erstmal heilen. Ich weiß, hab nur nicht das Gefühl, dass wir uns den Loot irgendwie teilen. Das weiß ich hoffe, wir teilen uns den. Ich hoffe auch. Eisen habe ich jetzt gefunden. Zwei Stück? Ja. Ja, okay, dann wurde das auch gerade gezeigt. Oh Gott sei Dank, oh Gott sei Dank. So. Machen wir Karten komplementieren? Also gehen wir alles ab oder nur das, was wir brauchen? Wir gehen natürlich alles ab. Hier hinten ist aber wahrscheinlich eine Kotzecke, ne? Da kannst du es ja auch mal sehen, wie das ist. Ja, hier ist eine Kotzecke. Hier kommen wir vielleicht rum. Ahahaha, da kommen wir auch rein. Eine Kiste. Hui. Ja, Altmetall, Reliktstaub und Eisen. Sehr gut. Da geht's raus. Das ist nice. Das ist auch must have. Da oben ist noch ein Item, ja, eigentlich schon, was wir sehen konnten vorhin. Mhm. Mal schauen, was das ist. Es ist einmal Eisen. Ist gut für Waffen-Upgrades, ne? Kann man gebrauchen. Ist die eine blaue Kugel? Ja. Schild. Lade nach! Oh Gott! Links! Wow! Und ihre Munition! Aua! Oh! Komm hinter ihm! Ich bin dead. I am dying right now. Ich muss nachladen. Mich bewegen. Nach. Vielen Dank. Ach, ich schulde dir was. Verdammt. Verdammt, ich schulde dir was. Ah, verdammt. Großartig. Ich glaube, was wir uns aber nicht teilen, ist Munition. Das ist möglich. Deswegen solltest du sowas machen. Und also eben habe ich gemerkt, dieser fliegende Matrix-Verschnitt, der war von hinten sehr anfällig. Sehr, sehr, sehr anfällig. Der war nämlich an seinem Auge auch anfällig. Sie kommen! Hier ist eine Munition. Ich kann Sachen pingen. Wie hast du es gemacht? Einfach nur einmal kurz Steuerkreuz unten drücken. Alles klar. Und die bleiben so lange, bis man drüber läuft. Das ist ja gut. Da vorne müssen wir wahrscheinlich rein. Also ist es erstmal uninteressant. Meinst du, dieses schwarze Zeug tut uns weh?
Es gibt nur eine Möglichkeit, das auch. Oh. Ach so, und denk dran. Großer. Dodgen hat hier in dem Spiel keine. Obwohl, das ist doch. Ich hab mal gehört, dass man keine Unverwundbarkeit-Frames hat. Anscheinend nicht. Gut, dass du das kennst. Oh, wenn du an der Kante stehst und X drückst, dann springst du von der Kante. Ja. Das habe ich im Tutorial gelernt. Sie. Du nicht. Ich dachte, man muss dafür X zurückhalten. Oh, wer ist er denn? Von hinten? Nahkampfangriff! Von hinten? Ich würde gerne rankommen. Ja. Nice. Da kommt noch einer. Oh, der war leichter. Oh Gott! Oh. Ich hab mich umschließen lassen. Ich bin in Schwierigkeiten. Dann bin ich gleich tot. Nee. Aber ich schaff's nicht, die wieder zu beleben. Okay, aber man wird dabei aber nicht interrupted. Nee, das ist aber auch schon mal gut zu wissen. Hätten wir mal Leben gehabt, jetzt funktioniert. Das ist praktisch. Okay. Wieder hinter. Weil ich weiß nicht, ob wir irgendwas fallen lassen. Ah, oh, gut, dass Sterben in dem Spiel normal ist. Es geht los! Was geht los? Oh! Ja, mal hier rechts hoch diesmal, wa? Hier ist nichts. Stimmt, ich hab von der Karte bekommen, eine Eigenschaft. Nee. Ja, ich auch. Fernschuss, Vitalität. Ich habe irgendwas mit Treffsicher bekommen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich habe eigentlich. Ach! Auf engstem Raum Attribut. Aha. Gesamtschaden gegen alle Gegner innerhalb von 10 Meter. Schadensbonus fällt ab bis 20 Meter. Treffsicher Schadensattribut. Erhalte 4% Fernkampfschaden und 1,5% Schwachstellenschaden. Nice. Erhöht sich mit dem Level. Ich muss näher ran, du musst. Schießen. Schießen, ja. Primär auf Schwachstellen. Die ist erstmal herauszufinden. Gilt. Laden. Achso. Mir heilen. Mhm.
Luminit-Kristall. Die Gegner markieren kann natürlich praktisch. Haltet mir den Rücken frei! Ach, da hätten wir unser Todespunkt gewesen. Da sind wir noch ein Stück weg. Jetzt kommt das Breitschwert! Davon habe ich genug. Ich habe genug sekundäre Munition, Janis. Das könnte nützlich sein. Bisher muss ich sagen, finde ich die Schüsse der Gegner sehr gut, weil die sehr auffällig sind. Ja, ich hab noch nichts Negatives bislang. Die Iframe-Skills halt noch herauszufinden. Diese Dinger hier, ja, ne? Wird was bewacht. Wow. Aua! Aua! Was ist das für Schaden? Lauf, lauf, lauf! Ach. Okay. Ich steh mal auf. Kommt auch. Boah, ich wollte doch nur einen Nahkampfangriff machen. Aufgepasst! Das hält nicht so viel aus. Bautenteil. So, wo wurde das was geschickt? Irgendwo habe ich was Blaues leuchten sehen. Da hinten. Ah. Passt nicht. Dann kannst du irgendwann noch richtig krass Nahkampfschaden geben und alles. Ja, die Gegner sind dafür nur scheiße. Ja, die bisher. Es gibt ganz andere. Oh Gott, hinter uns. Ja. Fucking Geist. Mhm. Ich fühl's. Okay. Ich könnte mich auch schon wieder heilen. Und ich habe schon wieder keine Heilung mehr.
Leidenschaftspunkt. Oh ja. Wo kann man reinstecken? Ach, Fernschuss levelt sich automatisch mit. Ja. Okay, das ist immer praktisch. Gesundheit oder Ausdauer? Gesundheit. Ich brauche Leben. Ich will mehr Leben, Vater. Ja. Wie lang können wir noch? Ich habe einen Käfer getötet. Hier ist auch noch was. Mist, sie haben uns gesehen. Gut hinten! Oh Gott, hinter uns! Neues Attribut freigeschaltet. Schüchternde Präsenz. Gleich mal anschauen. Archetyp. Also, so, ich habe nach Aktivierung einer Draufgängerfähigkeit teilen Gegner im Umkreis von 10 Metern 15 Sekunden lang 10% weniger Schaden aus. Ich habe, wenn ich Schwachstellenschaden mache oder was töte. Ja. Achso, dann geht er durch einen kritischen Treffer oder einen Schwachstellentreffer getötet, wirft er 25% mehr Munition ab. Du aktivierst deine Fähigkeit mit R1, ne? Fähigkeiten heißen die bei Archetyp. Ja, nee, R1 und L1. Mit R1 aktivierst du deine Mods. R1 und L1? Bei mir stand gerade eben R1 und L1. Steuerung. Ja, R1 ist alternativer Feuermodus. Ausweichen. Das muss ich mal eben nachprüfen. Weil bei mir steht da R1, aber es ist ausgegraut. Ne, wenn ich nur R1 drücke, passiert nichts. Ich muss beide Tasten gleichzeitig drücken. Ah, L1 drücken. Ah, jetzt ist auch nicht mehr ausgegraut. Ah, alles klar. Ja, hier rein oder nicht? Ach so, wenn du L1 gedrückt hältst, kommst du in dieses Rad. Stimmt, da kannst du auch die Verbrauchsgegenstände genau, und so. Genau, dann kann ich auch R1 drücken, weil ich will mal dieses Zerschmettern mal ausprobieren. Achtung, sie kommen! Ob wir hier hin müssen? Ich denke nicht. Deswegen sollten wir hier hingehen. Rein, Janis! Jo! Ich hab vorbeigeschlagen! Aua! Oh, die machen irgendeinen Standeffekt. War das ein Remnant, diesen einen Punkt, den wir hatten, wo wir nicht weitergekommen sind, wo wir uns durchkämpfen mussten? Und wo wir richtig krass dran gescheitert sind, so oft? Remnant, ne? Dieses, ja. Das war so eine unterirdische Scheiße. Ja. Das war rein das und dann. Krampf, ja, das war sau schwer. Da wurden das immer mehr Gegner und irgendwann kamen so komische Schamanen dazu, die haben noch alles gebufft. Ja, da, ich meine, da war auch noch ein. Das war auch noch eine Zeitgeschichte mit Gift oder irgendwas. War das so? Ja, ja. Irgendwas lief da noch nebenbei ab. Ich glaube, von diesen Dingern, die wir aktivieren sollen für den Typen. Tja. Gucken wir mal.
So ein Checkpoint wäre nicht schlecht jetzt, so von der Zeit her. Spiel. Ja, wahrscheinlich kommt ja gleich eh einer. Oh, ich bin so gut. Rede der Verdorben. Interessante erste Folge. Also im Koop. Ja. Ja. So, wir haben genug Ressourcen, um eine Waffe aufzuwerten, wird mir hier empfohlen. Machen wir erstmal nicht. Weil ich kenne uns. Wir brauchen. Jeder findet seine ikonische Waffe auf jeden Fall noch. Ja, klar. Ja. Ich weiß nicht, wie praktisch das wäre, die Anfangswaffen erstmal zu verbessern, weißt du? Ich denke, sehr praktisch. Weil 16 Eisen, 4 Eisen hat man für gebraucht für eine Verbesserung. Das heißt, die Standardwaffen könnte man schon bei alle zumindest auf 1 upgraden. Überlegen wir uns gleich mal offscreen drüber. Überreden wir uns gleich mal offscreen drüber. Achso, ich kann das nicht so analysieren. Ne, ging nicht. Oh, nochmal. Ich kann auch da Quadrat drücken. Geil. Das ist ein Feature, das braucht eigentlich jedes Spiel, ey. Praise the weapon! Ja. Oh, es ist so schön geklaut. Es ist so schön geklaut. Ja, das ist gut. Das ist ein alternativer Feuermodus. Ja. Das sind die Krähenfüße. Naja, ich beende mal die Folge mit einem Tschüss. Tschüss.